Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Urban Empire. Tja, Bahnhof haben wir nicht durchbekommen, Steuererhöhung haben wir nicht durchbekommen, wir haben gar nichts durchbekommen. Und dann war auch noch das Tutorial am Ende der letzten Folge scheiße zu mir, nachdem ich die Aufnahme schon beendet hatte. Durfte ich nämlich nicht speichern, weil das Tutorial der Meinung war, dass wir noch einen weiteren Bezirk anlegen müssen. Und den habe ich hier drüben geplant. Man sieht ihn jetzt leider nicht. Da habe ich einen reinen Industriebezirk geplant. Doch, da sieht man ihn. Ha, man sieht ihn doch. Also, ich habe einen reinen Industriebezirk geplant. Kann ich den umbenennen? Kann ich nachher machen. Und das ist die eine Sache. Also, habe ich gemacht. Und außerdem habe ich mich dafür entschieden, die Sicherheitsbehörden zu erforschen. Weil es ein paar Verordnungen gibt, die uns hoffentlich weiterhelfen. Und das Abstimmungsergebnis von euch war nämlich 1:1. Also zwei Leute haben abgestimmt. Immerhin. Und wir schauen mal, ob der Bezirk durchkommt. Wenigstens ich vermute, der kommt durch, weil er vom Tutorial einfach so angelegt war. Und die Leute sind auch dafür. Die Leute in der Ratsversammlung. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, was wir hier so ein bisschen machen können. Wir können uns ein bisschen in den Stadtdaten umschauen, um mal zu sehen, was wir hier tun können. Also wir sehen, eigentlich sind alle super unzufrieden. Allen voran die Elite, für die wir natürlich noch Angst gemacht haben. Gesetze gibt es noch nicht. Wirtschaftsbereiche auch vollkommen uninteressant im Moment für uns. Der Steuersatz hier steht leider nicht, wie viel Prozent das sind. Aber wir sehen, der Lohn im Durchschnitt ist für die Elite geringer als für die Mittelschicht. Interessant. Und auch die Unterschicht verdient mehr als unsere Arbeiter? Das ist interessant, würde ich sagen. Ja, Industrie und Gewerbe verdienen gleich viel. Ungefähr. Ja, also hier, das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Irgendwie. Was kosten für Arbeiter? Na gut. Ja, mit der Infrastruktur haben wir es irgendwie noch nicht so. Da sind unsere Bezirke. Verkehrskapazität schon bei 70%. Aber gut, wir haben auch nichts gemacht irgendwie. Wohlwollen. Die Freien Demokraten lieben uns als rechtsliberale Partei. Der Rest... ja, nicht so. Aber der Wohlwollen-Ruhepunkt ist wenigstens bei allen drei. Zufriedenheit, absolut schlecht. Absolut schlecht. Ja, da müssen wir irgendwie noch was machen. Und ich hoffe, dass uns dabei, wie gesagt, ein paar Verordnungen helfen können. Ich beschleunige einfach mal die Zeit, bis der neue Bezirk hier freigegeben wird vom Stadtrat. Und dann hoffe ich, dass hier ein paar mehr Leute hinziehen. Ne? 960 wohnen hier im Moment. Wir haben eine moderate Nachfrage nach Industriebezirken. Beziehungsweise nach Industriegrundstücken. Ja, das müsste einfach durchgehen. Das sollte kein Problem sein. 40 Leute hatten sich schon entschieden. Ja, ohne Probleme. Keine weiteren Gegenstimmen. Dankeschön. So, und können wir den jetzt umbenennen, diesen Bezirk? Ich habe den einfach ganz nach hier drüben gehauen. Bezirk verändern. Also, hier kann ich es nochmal zeigen. Ne? Wir haben 100% Industriegebiet auf jeden Fall. Das hier kann ich gar nicht beeinflussen. Na gut. Bezirk umbenennen. Ich nenne den einfach Mühlbach. Hier standen früher die Mühlen in Schulenburg. Und daraus entwickelt sich jetzt so ein bisschen Industrie. Und hier wird da schon gebaut? Ne, da wird noch nicht gebaut, ne? Jetzt wird da gebaut langsam. Da haben wir es. Dieser Kreis ist die Umweltverschmutzung und die halten wir einfach möglichst weit von unseren Wohngebieten weg. Deswegen baue ich das hier drüben. Die brauchen ja auch nicht diese Annehmlichkeiten des Lebens, nenne ich sie einfach mal. Aha, hier oben, das sehen wir, schwankt so ein bisschen. Die Annehmlichkeiten des Lebens brauchen die ja nicht, ne? Also diese ganzen Servicegebäude und sowas. Das
Da brauchen wir nur in den Wohngebieten. So, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Hiermit wird der Antrag gestellt, das Gesetz, das Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässt, zu verabschieden. Okay, wir unterstützen den Antrag, würde ich sagen. Oder wir lehnen den ab. Wir können ja mal gucken, was es bringt. Nachfrage, persönliches Wachstum für alle Bürger. Okay, Nachfrage für Sicherheit. Also die Nachfrage geht erstmal überall hoch um 2. Und dafür bekommen wir aber auch Boni in 4 Punkte Höhe. Und Nachfrage geht um 2 hoch. Also wir unterstützen den Antrag auf jeden Fall, würde ich sagen. In Ordnung. So, was haben wir denn hier? Reichsrat führt Gesetzgebung für einen neuen Unternehmenstyp ein. Im Reichsrat wird über eine neue Rechtsreform für Unternehmen debattiert. Dank der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auch GmbH genannt, würde sich für die Inhaber von Firmen das finanzielle Risiko verringern. Somit wäre es einem größeren Personenkreis möglich, Unternehmen zu gründen. Die Linkskonservativen fürchten, dass sich durch die Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Einflussnahme durch den Staat verringern. Aluminium ist astrein. Na klar, Aluminium mit Astlöchern wäre echt scheiße. Dass es sehr leicht und extrem haltbar ist, scheint Aluminium als Baumaterial hervorragend geeignet zu sein. Göttliche Maschinen. Der Kaiser hat sich heute die sogenannten Lokomotiven angesehen, die durch Dampf angetrieben werden. Der Klerus lobt sie als beispielhaftes Werk Gottes. Ja, reibt es mir doch ordentlich unter die Nase. So, was wir auf jeden Fall machen können, ist erstmal gucken. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung geht durch. Die Physiokraten sind, wie viele seid ihr? 14. Das heißt, die deutliche Mehrheit ist dafür. Sicherheitsbehörden, schauen wir mal. Die Verwaltung bereitet sich auf die Einführung von professionellen Sicherheitsbehörden vor. Also vorher gab es nur private bzw. freiwillige Feuerwehr und sowas. Worauf wollen sie sich konzentrieren? Auf die Polizei, auf die Feuerwehren oder auf die Kliniken? Und wenn wir mal gucken, gehen auf die Kliniken. Ne? Wir können auch schon Kliniken bauen, glaube ich. Deswegen würde das im Moment, denke ich, Sinn ergeben. Kliniken. Okay, also Wert Gesundheit für Klinik plus 1. Änderung der Ausgaben pro Monat für Kliniken minus 25. Das finde ich sehr gut. Das hat viel Schönes. So, was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist diesen Bezirk hier zu schnappen. Altschulenburg nämlich. Und diesen Bezirk zu verändern. Und wir haben im Moment 6:1 Verhältnis Wirtschaft und wir haben eine Wohnungsnachfrage. Läden scheinen wir genug zu haben. Also ich will hier auf jeden Fall die Industrie rausbekommen. Und dann ja, 85:15 könnte ganz in Ordnung sein. Das können wir so auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder soll ich 80:20 nehmen? Ich weiß nicht, wir haben Nachfrage nach Wohngebieten. Und hier ist minus 1. Also ich könnte wahrscheinlich auch mit 90:10 wegkommen. Weil wir genug Gewerbegebiete haben einfach. Ich mache das mal so, einen ganz leichten Anstieg für Gewerbegebiete. Das würde ich gerne haben. Und wollen wir hier noch irgendetwas? Können wir uns irgendwas leisten? Nein, wir machen miese. Warum machen wir so viele miese? Ich weiß es nicht. Ansonsten hätte ich hier natürlich gerne noch eine Kirche reingehauen. Oder einfach ein Polizeirevier. Ja, können wir uns aber alles nicht leisten. Und deswegen werde ich diesen Bezirk einfach mal so vorschlagen. Privatvermögen einsetzen. Oh, ja, würde aber unsere Stadtkasse mit den laufenden Kosten zu sehr belasten. So, wir sagen mal, wir machen das so. Und dann kriegen wir nämlich die Industrie hier raus. Aus unserem Wohngebiet. Und können es drüben im Industriedingsbums halten. So, was ist hier los? Unsere Einwohnerzahl unverändert. Aber wir machen trotzdem mehr Miese als eben noch. Das ist natürlich... Florierendes geschafft, Metallindustrie, okay. Was haben wir hier? Eine goldene Zukunft. Die Welt steuert einem Aufschwung entgegen, der niemals enden soll. Ein Wirtschaftsaufschwung bedeutet, dass alles überall hervorragend läuft. Produktivität und Absatz nehmen zu, der Handel wächst und manchmal steigen sogar die Löhne. Ha. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen das als bullischen Markt und warnen, dass Aufschwünge und Wirtschaftskrisen in Zyklen kommen. Ach, so Quatsch. Davon hat doch noch nie jemand was gehört.
Das Vereinigte Königreich hat seine erste öffentliche Eisenbahn. Ich hätte auch gern eine. Die Eisenbahn ist das Symbol einer neuen Epoche der Industrie und Völkerwanderung. Der Handel zwischen Städten und Ländern erfolgt jetzt mit unglaublicher Geschwindigkeit. Und der moderne Prometheus erreicht zwei Räder. Das ist ein Buch, ein Roman. Seit der Veröffentlichung dieses englischen Romans ist die Zahl der Amateurwissenschaftler signifikant gestiegen. Ja, der moderne Prometheus von Mary Shelley, Frankenstein. Und was ich machen wollte, ich meine, wir machen gerade richtig viel Miese. Da gehen wir jetzt einfach nochmal in den Stadtrat. Und schauen mal, ob wir an der Besteuerung nicht vielleicht noch was ändern können. Ob da die Leute inzwischen, ja, die sind jetzt deutlich mehr dafür. Ich will mindestens eine Partei dafür haben irgendwie. Mal sehen, wenn ich hier auf 15 hochgehe. Oh. Ja, wenn ich auf 15 und auf 19 hochgehe, ich meine, klar, da belaste ich natürlich die Bürger erstmal. Aber das ist halt das, was wir im Moment machen können. Dann würden wir 22.000 mehr im Monat einnehmen. Das würde uns zumindest schon mal ins Plus bringen. Wir schlagen das einfach mal vor. Und hoffen, dass das dieses Mal durchgeht. So, wir schauen mal, wie sieht es denn hier aus. Können wir da noch an irgendjemanden appellieren? Da haben wir Wohlwollen 5. Na, das ist doch super. Wir bitten die einfach mal. Ja, wir heben die positiven Effekte unserer Position hervor. Also, Sie müssen fragen, ob die Freie Demokratische Partei Svarelias Ihnen bei der Abstimmung helfen würde. Wie gehen Sie vor? Wir heben die positiven Effekte hervor. So, das hat auch ein bisschen zumindest geholfen. So, und da fragen wir hier auch nochmal. Da haben wir Wohlwollen nur 2. Das heißt, wir bitten die auch. Bitte unterstützen Sie mich, weil die Stadt Ihre Hilfe wirklich gebrauchen könnte. So, da haben wir jetzt Wohlwollen 0 und die sind mit 10 dafür. Das heißt, da brauchen wir nichts mehr machen. Das sollte also diesmal durchgehen, die Steuererhöhung. Hoffe ich. Mal gucken. Ein bisschen mehr Geld könnten wir wirklich sehr gut gebrauchen. So, und inzwischen wächst denn, ich drehe mal die Geschwindigkeit gerade wieder runter. Oh, die appellieren hier. Irgendwie gegenseitig. Okay, das sieht sehr gut aus tatsächlich. 27, 20 und 14. Das ist relativ ausgeglichen. So, Bezirk verändern. Das geht auch glatt durch, würde ich sagen. Und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung dürften eigentlich auch durchgehen. Da müssen wir uns vielleicht gleich nochmal drum kümmern, dass die Physiokraten hier ordentlich mitziehen. Das wäre wünschenswert. Also ein bisschen Industrie ist hier schon entstanden. Der Rest der Industrie wird hoffentlich auch bald umziehen. Wir brauchen nicht mehr Industrie, wir brauchen mehr Wohnungen und Läden, damit die Industrie natürlich ihren Absatz auch verkaufen kann. Ganz klar. Schön ist es hier auf jeden Fall. In Schulenburg. So, Bezirk verändern, damit fangen wir an. Das sollte durchgehen. Ja, sehr schön. Und die Besteuerung, die sollte auch durchgehen. Sehr schön. Jetzt haben wir also die Steuern erhöht. 2% nur. Leider für Industrie und Gewerbe. Plus 6 für die Bürger. Da frage ich mich, können wir da gleich noch einen Antrag durchbringen? Können wir hier einfach so schummeln? Ist die Frage. Ja, wir können. Das ist ja fantastisch. Also, wir können versuchen. Die Industrie für die Steuer für die Industrie nochmal auf 20% anzuheben. Ich mache das einfach nochmal.
So, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wird wahrscheinlich durchgehen. Möchte ich die Leute hier nochmal bitten. Die Stadt braucht ihre Hilfe. Definitiv. So, das sollte das Ganze so ein bisschen. Zumindest, ne? Da ist keine Partei irgendwie dagegen. Das sollte helfen. So, da wurden Steuern erhöht. Hier drüben müsste sich jetzt Industrie bilden, ne? Wir haben Nachfrage. Wie verrückt. Oh, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Gewerbezone einplanen sollen. Weiß ich nicht. Also hier drüben wird jetzt gebaut. In Altschulenburg. Müsste natürlich dementsprechend zurückgebaut werden. Ganz genau, das passiert auch. Und da werden jetzt neue Zonen ausgebaut. Können wir sehen, wie hier die Aufteilung ist? Dieses Bezirks? Nee, leider nicht. Da gibt es leider kein Overlay, keine Ansicht dafür. Also wir schauen mal. Seltsames Geschenk. Aha. Eine Karibikinsel. Hat ihnen ein Geschenk geschickt. Als sie zum Hafen gehen, um es abzuholen, finden sie heraus, dass das Geschenk ein lebendiges Lama ist. Um den Hals trägt es eine kurze Nachricht. Glückwunsch zur Bürgermeisterwahl. Ich wünsche Ihnen eine lange und erfolgreiche Karriere. Als Zeichen meines Wohlwollens sende ich Ihnen Hector. Seien Sie gut zu ihm. Ihr ergebenster... was? Diener? Penultimo. Penultimo, der Berater von El Presidente aus Tropico. Eine Spielereihe von Calypso, für alle, die es nicht wissen. Nehmen Sie das Geschenk an. Ha, natürlich. Ich bitte euch. Was macht denn das? Prestige bekommen wir. Plus 2. Yeah. Und außerdem gibt es Spaß in Schulenburg. Weil wir ein Lama haben. Im Garten unseres Rathauses sieht man das Lama. Leider nicht. Oh, schade. Ich hätte gern ein Lama gehabt. So, Sicherheitsbehörden sind gleich fertig. Besteuerung geht durch. Da finde ich sehr vernünftig. Minus 29.000. Oh. Oh, weia. Minus 29.000 ist natürlich super heftig. Sicherheit passiert nicht einfach zufällig. Tja, da ist was dran. Ja, dabei haben wir Nachfrage, ne? Wir haben richtig viel Nachfrage. So, Sicherheitssystem. Was Sicherheit passiert nicht zufällig. Wir haben Sicherheitsbehörden erforscht. Verringert die Betriebskosten von Einrichtungen. Damit können wir uns gleich beschäftigen. Eine Klinik können wir jetzt bauen. Können wir uns überhaupt nicht leisten. Kein bisschen. Wir sind auch richtig in den Miesen gerade. Also keine Ahnung, was da los ist. Wir könnten jetzt die Gasinfrastruktur erforschen. Ich würde aber gerne... Das Theater können wir uns alles gar nicht leisten, ne? Ich würde gerne eine Berufsschule bauen. Menschenrechte. Gibt nochmal eine Menge Verordnungen. Vielleicht sollten wir das zuerst machen. Was gibt es denn hier? Ein Möbelgeschäft. Ein Fotografen. Hier bekommen wir Werkstätten. Glücksspiel regulieren. Ich bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig. Ich meine, hiervon können wir uns überhaupt nichts leisten, ne? Ja, wir nehmen das ja einfach, weil es schneller geht. Oder müssen wir mal schauen. So, dann wechseln wir doch mal direkt in den Stadtrat. Ach, Besteuerung ändern. Das müsste durchgehen. Hoffe ich. Mit einem knappen Vorsprung, sehr schön. So, was sollen wir hier, was wir das Tutorial uns sagen? Achso, dass wir uns jetzt über Verordnungen aufklären. Genau, da wollte ich ja sowieso hin. Verfügbare Verordnung. So, da können wir mal gucken. Ja, danke schön. Sicherheitsbehörden. Der medizinische Sektor ist groß und sehr fragmentiert. Krankenhäuser gehören genauso dazu wie niedergelassene Ärzte. Komplementärmedizin genauso wie die medizinische Forschung. Zulassung und eine von der Regierung geregelte und genehmigte Ausbildung spielen in diesem Bereich eine große Rolle. Zurzeit gibt es keine Körperschaft, die die Gesamtheit aller medizinischen Dienstleistungen überwacht. Durch Einführung eines Exekutivorgans, das Tests und Zulassungen im sämtlichen Bereich des Gesundheitswesens übernimmt, könnte der medizinische Sektor einfach und effektiv reguliert werden. Damit könnten wir Kliniken effektiver machen. Wir haben keine Kliniken. Von daher ist uns das erstmal egal. Das Arbeitsschutzgesetz.
Das, ja, hier fehlt ein Tooltip. Das müssten verschiedene Industrie sein, ne? Das hier ist, glaube ich, Textil oder sowas. Ja, ich weiß nicht, da könnten wir nachgucken. Dafür eine Mehrheit zu finden, dürfte relativ schwierig werden. Ne? Die Einführung grundlegender Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz sorgt für weniger abgetrennte Gliedmaßen. Wäre eine tolle Sache. Verbot von Prostitution. Das Verbot der Prostitution sollte die Bürger dabei unterstützen, ein moralischeres, rechtschaffeneres Leben zu führen. Ja, was? Nein. Quatsch. Lizenzierung von Alkohol. Oh, okay. Bei Alkohol weiß man schon seit langem, dass er potenziell gefährlich ist und deswegen werden Verkauf und Vertrieb sorgfältig überwacht. Ein gesetzlich festgelegtes Mindestalter für die Ausgabe von Alkohol ist längst Realität. Damit der Ausschank von Alkohol auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise durchgeführt wird, müssen Kneipen, Hotels, Cafés und andere Verkaufsstellen von Alkohol sämtliche Gesetze und Regeln kennen und einhalten, die auf Verkauf und Ausschank von Alkohol anwendbar sind. Na, das wäre auch super. Das kriegen wir vielleicht sogar durch. Das beschädigt unsere Brauerei, aber wir bekommen ein bisschen Einnahmen aus der Brauereiindustrie, irgendwie Alkoholsteuer. Und das schlagen wir direkt mal vor. Das müsste eigentlich durchgehen. Lizenzierung von Tabak. Tabakläden werden wohl nicht mehr aus dem Stadtbild verschwinden. Die Frage, ob Rauchen ungesund ist und damit möglicherweise verbundenen gesetzlichen Konsequenzen, werden immer wieder debattiert. Den Verkauf von Tabakprodukten einer strengeren Kontrolle zu unterwerfen, dürfte die geeignetste Maßnahme sein und verhilft der Stadt noch zu einem zusätzlichen Einkommen. 1831 haben wir es, ne? Rauchen ungesund? Man weiß es nicht. Er schädigt unsere Industrie ein bisschen. Aber wir bekommen ein bisschen mehr Einnahmen. Kriegen wir vielleicht auch durch. Oder vielleicht auch nicht. Ich werde das erstmal hinten anstellen. Das Arbeitsschutzgesetz. Wollen wir das versuchen jetzt durchzubringen, ist die Frage. Sicherheitsbonus für alle, die bei uns in der Industrie arbeiten. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, das kriegen wir im Moment auch nicht durch. Also lassen wir das erstmal. Wir kümmern uns also voll und ganz um die Lizenzierung von Alkohol. Haben wir Wohlwollen hier bei irgendjemanden? Ah, wir versuchen... nee, ich würde gerne. Nämlich die Steuer nochmal versuchen anzuheben. Oh ja, wir dürfen die Steuern deutlich anheben. Bis auf 30%. Ja, 30 und 21, das dürfte uns noch mal ein bisschen was in die Kassen spülen, hoffe ich. Ach, wir könnten hier sogar auch richtig hochgehen. Aber ich gehe mal einfach nur bis 21% hoch. Was macht da ein Punkt aus? 2000. Das ist nicht so irre viel. Hier oben bei der Industriesteuer macht ein Punkt 3000 nur aus im Moment. Das ist auch nicht so irre viel. Na gut, dann erhöhen. Na, ich hätte schon gerne Mehrheit dafür. So, ich werde das mal vorschlagen so. So, Besteuerung ändern. Müsste eigentlich durchgehen. Relativ komfortabel. Und dann kommen wir hier bei der Lizenzierung von Alkohol. Hier nochmal bitten. Sie möchten, dass die nationale Partei Svarelias Ihnen dabei hilft, dieser Abstimmung die richtige Richtung zu geben. Welche Methode, Sie um Hilfe zu bitten, ist am erfolgversprechendsten? Zum Essen einladen den Parteivorsitzenden. Parteidisziplin scheint in Ordnung zu sein. Sie äußern Ihren Wunsch in einer Ratssitzung oder Sie heben die Wichtigkeit dieser Abstimmung in einem Zeitungsartikel hervor. Nehmen wir den Zeitungsartikel. Ich denke, wir nehmen den Zeitungsartikel. Ja, hat uns nur ein Wohlwollen gekostet, gibt uns plus 2 auf das Ergebnis. Das ist doch sehr schön. Und damit haben wir die von 2 auf 4 hochgehoben. Gut, das sollte also auch durchgehen. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung auch. Da sind alle dafür. Das finde ich sehr gut. So, da müssen wir das hier ein bisschen... Ja, ich denke, ich habe zu wenig Industrie geplant, zu wenig Gewerbe. Möglicherweise.
Da müssen wir mal schauen. Die nationale Partei Svarelias hat die Wahlen gewonnen. Oh, jetzt haben wir Wahlen. Und da verändern sich natürlich die Mehrheiten plötzlich. Die physokratische Partei wurde mit 33% Unterstützung zweite. Ne? 33% ist doch nicht schlecht. Sklaverei verboten. Der Besitz von Menschen ist jetzt illegal. Nein, echt? Oh. Großbritannien hat vor, der Sklaverei im Vereinigten Königreich und den Kolonien ein Ende zu setzen. Sklaverei wird als zutiefst unchristlich angesehen. Ja, jetzt plötzlich. Öffentliche Eisenbahn wissen wir schon. Oh, hier gibt es einen Konflikt. Wir schauen erstmal, wie jetzt überhaupt die Mehrheitsverhältnisse hier sind. 20, 22 und 19. Also sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Das macht es uns leichter, Dinge durchzubringen gegen den Widerstand einer einzelnen Partei. Konflikt. Sie haben moderne Ideen zur Stadtplanung. In ihren Visionen decken sich sowohl Architektur als auch Infrastruktur mit den Bedürfnissen der Menschen. Aber wenn sie ihre Pläne zum Kaiser schicken, ist seine Antwort stets ein festes Nein. Er will stattdessen breite Boulevards und prachtvolle Gebäude, die den Ruhm seines Kaiserreiches widerspiegeln sollen. Was tun sie? Sie fügen sich den Wünschen des Kaisers oder sie versuchen, den Kaiser zu überzeugen. Natürlich versuchen wir, den Kaiser zu überzeugen. Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Frage? Wir geben doch nicht einfach klein bei, nur weil der Herr Kaiser sagt, nö, ist nicht. Der hat sich vielleicht gar nicht damit beschäftigt, mit den Vorzügen unserer Ideen. Mensch, da müssen wir ihn mal im Fahrstuhl abfangen, wo er nicht entkommen kann, und ihm dann die Vorzüge darlegen. Oh, das gibt uns ordentliches Wohlwollen bei den Physokraten. Sie haben dem Kaiser einen ausführlichen Brief geschickt, in dem sie erklärt haben, warum ihr Modell das Beste ist. Sie haben zwar keine Antwort erhalten, aber Besuch von zwei kaiserlichen Beamten, die extra aus Wien gekommen sind, um sicherzustellen, dass sie die Befehle des Kaisers ausführen. Verdammt. Na gut. Ha, das ist natürlich nicht so toll. Hat das Einfluss auf Abstimmungen? Puh. Wir haben immer noch Wohlwollen 1 bei denen. Stimmt das? Stimmt das? Minus 3. Na gut, dann müssen wir gerade mal einen Monat weiterlaufen lassen. Ups. Und dann schauen wir nochmal. Das sieht noch gut aus. Das sieht auch in Ordnung aus. Und das auch. Okay. Also die Physiokraten sind sauer auf uns, weil wir dem Kaiser widersprochen haben. Die ollen Speichellecker. Na gut. Immerhin kaiserlicher Speichel. Nam, nam. So, was wird denn hier gebaut in Mühlbach Neues? Eine Spirituosenindustrie. Na, die Lizenzierung von Alkohol ist ja auch noch nicht in Kraft. Oh, oh, oh. Apropos, hier wurde gerade beeinflusst. Er geht trotzdem wunderschön durch. Ärger mit den Konservativen. Die Freie Demokratische Partei Svarelias zeigt offene Ablehnung den Konservativen gegenüber, da sie Reformen im Weg stehen, die die Freie Demokratische Partei Svarelias für nötig hält. Was tun sie? Ja, sie versuchen zur Verständigung der beiden Parteien beizutragen. Natürlich, sie unterstützen die Physokraten oder nichts. Die Physokraten, ne, die haben damit nichts zu tun. Die sind die lachenden Dritten quasi. Ja, wir versuchen natürlich als Bürgermeister zur Verständigung der beiden Parteien beizutragen. Oh, und da sehe ich gerade, wir sind dick im Plus. Das finde ich gut. Sind auch aus unseren Schulden wieder rausgekommen. Mal gucken. Sie nutzen die Autorität ihres Amtes, um die Freie Demokratische Partei Svarelias und die Physokraten an einen Verhandlungstisch zu zwingen. Die beiden Parteien stellen fest, dass sie einige gemeinsame Ziele haben und kommen jetzt besser miteinander aus. Wertschätzung einer Partei gegenüber einer anderen Partei. Die Freien Demokraten und die Physokraten, ich weiß nicht. Achso, und jetzt sind es doch auf einmal die Physokraten. Ah, na gut. Gut, schön. Die verstehen sich also jetzt besser. Das finde ich sehr gut. Dann können jetzt gemeinsame Sache machen. Die Physokraten können also die anderen gegen mich aufhetzen. Nicht so gut. So, wir brauchen mehr Gewerbegebiete. Ich frage mich, sollte ich diesen Bezirk nochmal verändern irgendwie? Und was kostet uns das, wenn ich diesen Bezirk verändere? Wenn ich hier zum Beispiel sage 75 zu 25.
dann kostet uns das nichts, wie es aussieht. Wir könnten uns jetzt eine Kirche oder eine Klinik leisten. Wir bräuchten eigentlich wirklich eine Klinik. Und ein Polizeirevier. Ach, wir bräuchten so ziemlich alles. Ach, es ist schlimm. Gut, wir können uns nichts davon leisten. Ne? Die Baukosten sind einfach zu hoch. So, also wir experimentieren hier auf eine Eilabstimmung. Kostet uns 2 Prestige. Wir haben gerade mal 2. So wichtig ist es nicht. Wir experimentieren hier gerade noch ein bisschen rum. Ne? Wir schauen mal. Oh, wir gehen deutlicher ins Plus. So, was haben wir hier? Lizenzierung von Alkohol dürfte durchgehen. Gibt uns noch mal ein kleines Plus, hoffe ich. Netto dann auch. Und die Besteuerung, die bringen wir auch noch mal ein bisschen hoch. Ach, das ist, die ist da noch gar nicht mit drin. Ich dachte, es wäre schon der 30% Steuersatz hier. Nee, ist nicht so. Gut, sehr schön. Aha, sehr gut. Dann können wir noch mal in die Verordnungen gucken, ob wir jetzt vielleicht noch irgendwas durchkriegen. Zum Beispiel so ein Arbeitsschutzgesetz, das könnte funktionieren. Vielleicht auch nicht. Lizenzierung von Tabak. Kommen wir das durch? Auch nicht so richtig. Wir versuchen. Wir versuchen einfach mal. Tabak zu lizenzieren, weil uns das Einnahmen gibt. Und dann müssen wir hier halt etwas Überzeugungsarbeit leisten, denke ich. Wohlwollen 2. Na, da bitten wir doch mal. 4, ja, Treffen unter 4 Augen mit dem Vorsitzenden vielleicht. Oder wir legen unsere Ansicht im Stadtrat dar. Ja, wir bitten die ja schon persönlich, ne? Also, Treffen unter 4 Augen. Hat sehr gut geklappt. Hat uns nicht mal Wohlwollen gekostet. Die Physiokraten versuchen wir auch noch. Ja, Wohlwollen -2, die versuchen wir mal nicht zu beeinflussen. Wir versuchen lieber hier mit einem Zeitungsartikel die Freie Demokratische Partei zu beeinflussen. Das hat auch sehr gut geklappt. Schön. Ja, wir müssen die aber im Prinzip nochmal bitten, was für uns zu tun. Ne? Ja, die Stadt braucht ihre Hilfe wirklich. Und das war teuer. Wohlwollenmäßig. -4. Au. Na gut, aber das dauert ja auch ein paar Monate. Bis dahin hat sich das Wohlwollen vielleicht wieder erholt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wenn es nicht durchkommt, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich könnte hier echt ein paar Tipps gebrauchen, wie ich die Stadt ein bisschen besser gestalten kann. Ich meine, im Bahnhof, ja, wäre eine Sache auf jeden Fall, ist super teuer, kostet 2 Millionen, glaube ich. Eine Klinik würde ich vielleicht als nächstes bauen. Oder sollten wir noch einen Wohnbezirk anlegen? Ich glaube, wir brauchen es im Moment nicht. Ne? Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier genug Gewerbegebiete bekommen. Ja, ich würde wirklich gerne wissen, wenn das jemand weiß, wie das geht, wie man sich hier so ein Overlay anzeigen lassen kann, was die freien Flächen sind, ob das jetzt Wohngebäude sind oder sowas. Ich vermute, es sind alles Wohngebäude, aber wenn jemand weiß, wie man sich das anzeigen lassen kann, wäre das super. Tja, ansonsten was das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels, aus dem wunderschönen Schulenburg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.